Hallo, willkommen zum Opening der Elite Trainerbox von Paldea Evolved oder Evolution in Paldea, wie es auf Deutsch heißt. Ja, wenn ihr das letzte Opening verpasst habt von dem Display, hier in der Infobox, also ich hoffe, ich vergesse es nicht, könnt ihr mal draufklicken und dann könnt ihr euch das Video zuerst anschauen. Ja, dann mache ich euch nur kurz, während ich das hier öffne, aufmerksam auf meinen Kooperationspartner CardTrader mit dem CardTrader Zero Service. Und ja, sehen wir uns gleich. CardTrader Zero erlaubt es, die Karten von verschiedenen Verkäufern weltweit zu kaufen, was dir eine Menge an Versandkosten und Zeit erspart. Die Mitarbeiter überprüfen jede Bestellung, um sicherzustellen, dass du genau die Qualität erhältst, die du über Bestellung ausgewählt hast. Sollte etwas nicht stimmen, wird deine Bestellung durch das System bearbeitet, sodass du immer erhältst, was du bestellt hast. Kaufe Karten von überall auf der Welt ohne Stress und ohne Sorgen, dass deine Karten heil bei dir ankommen. CardTrader war ein Gamechanger für mich und das wird es auch für dich sein. Check es unbedingt mal aus. So, nachdem ihr das gesehen habt, also so kurze Info, es ist halt so ein Service, da kannst du halt international, also weltweit, Karten kaufen bei verschiedenen Verkäufern, auch selber verkaufen, wenn du möchtest. Und dort werden halt, ihr müsst euch das vorstellen, ihr kauft Karten und dann werden diese Karten an einem bestimmten Lagerort für euch aufbewahrt. Und wenn ihr dann zufrieden seid, nach den ganzen Einkäufen weltweit gemacht habt, also wie so ein Postfach wird das für euch gelagert, dann könnt ihr sagen, nee, ich möchte jetzt meine Karten haben. Und dann liefert man euch für einen Versandkosten, also ihr müsst nur einmal Versandkosten bezahlen und spart damit jede Menge Versandkosten so, und Zollgebühren und was weiß ich was. Also es ist schon, die sagen selber zwischen 14-500% kann man versparen, aber gut. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu, zu CardTrader Zero. Und jedes Mal, wenn ihr auch, also nur damit es ein bisschen transparenter ist, jedes Mal, wenn ihr draufkriegt, kriege ich halt einen ganz kleinen Prozentteil, wenn ihr irgendwas da kauft. Also ihr unterstützt mich halt damit auch, falls ihr das möchtet. Aber jetzt genug von der Kooperation. So, hier, das schöne Top-Trainer-Box-Buch, wo die Karten schön aufgelistet sind. Wir haben ja beim letzten Opening jede Menge Glück gehabt. Also ich hatte vor allem jede Menge Glück. Wie gesagt, guckt euch das Video gerne an mit dem Display-Opening, falls ihr es nicht gesehen habt. Ups. Ich hoffe auch, dass die generelle Audioqualität und Videoqualität jetzt endlich mal so ist, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Oder wie ich es mir selbst wünsche. Aber hier sind schon ein paar schöne Karten. Also es ist das erste Mal übrigens, dass ich das ganze Set jetzt mal sehe. Beim letzten Mal habe ich ja blind quasi geguckt. Ich kannte dann echt nur so, boah, vielleicht um die 15 Karten, die ich so online gesehen hatte. Aber wir hatten echt Schwein letztes Mal. Wie gesagt, gucken wir mal. So. Ja, ihr kennt das Spiel, ja. Ich werde jetzt hier nicht so viele rumschnackseln. Wir werden einfach nur jetzt den Booster rausnehmen. Ne? Hier sind ja diese neuen Coins seit Scarlet und Violet. Oh, der Würfel ist cool. Ein bisschen grün, orange, bläulich. So. Und mit noch irgendwas? Hey, zwei? Leute, eine Frage. Ist das normal, dass man zwei Würfel und zwei solche Marken kriegt? Oder ist das eine Errorbox? Also eine positive. So, haben wir ja die Kartrenner, ne? Ja, ihr kennt das Spiel ja. Das ist immer dasselbe. So, dann haben wir hier die die schöne Promokarte. Davon habe ich hier auch eine Karte, damals mit Scarlet and Violet aus Japan bestellt. Also ich habe die japanische Promo davon. So, das sieht aus wie ein Knick, aber das ist tatsächlich nur einfach nur die Folie, die so einen Knick hat. Nicht die Karte selber. Das sieht aber echt gut aus, das vom Centering, ne? Sieht auch, sieht keine Makel oder so. Aber das ist sehr selten, dass man so eine gute Qualität kriegt, so aus der Top Trainer Box. So, ja, dann tue ich die mal weg, bevor die noch echt noch kaputt geht. So, dann haben wir ja hier, Moment mal, dann mache ich mal kurz hier einen Cut, damit das für euch ein bisschen schöner aussieht.
Wie ihr seht, habe ich jetzt mal einfach die Box dazwischen gepackt. Aber wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Booster. Ist ja seit Scarlet und Violet das Neueste. Oder halt Karmesin Purpur, wie ihr es auch nennen möchtet. Ich bleib bei Scarlet und Violet. Ich find's halt flüssiger. So, unser Glücksbringer ist auch schon bereit. Mewtwo. Na, was geht? Oh mein Gott. Ja, dann ohne jetzt weiter rum zu reden, fangen wir jetzt mal an. Ich werde das Video sowieso so schneiden, dass das nicht zu lang für euch ist. Könnte ich gar nicht vorstellen. Das letzte Opening war in Echtzeit 45 Minuten. Das ist echt unglaublich, wie lange ich immer brauche. Gut, lass mal hoffen, dass das jetzt nicht so lange dauert. So, es ist wie gehabt, ne? Die Codekarten behalte ich für mich, wenn ihr... Außer ihr seid echt so heiß drauf. So, und beim letzten Video habe ich ja gesagt, so ein ETB, wie wir jetzt aufmachen. Wenn wir es schaffen, in dem Display-Video, den ich gerade eben euch erwähnt habe, zu besuchen, das Display-Opening so, wenn wir da 50 Likes erreichen, dann werde ich mal so gnädig sein und ein Giveaway machen für die ETB-Box. Von Paldea Evolved. Wahrscheinlich auf Englisch. Muss mal gucken, ob ich die auf Deutsch auch kriege. Und diesmal haben wir nichts. Die Pull-Rate ist echt übel. Also, naja. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die Invitation jetzt zum neuen Mikro positiv bei euch ankommt. Oder generell alles. Ich versuche jetzt auch... öfter was zu bringen, aber das ist halt manchmal nicht so einfach, wenn man noch arbeitet. Aber ich gebe mein Bestes. Buxley. Slugging. Und Offon. Habe ich schon ein Drittel gemacht. Das ist schon krass. Ich hoffe, dass wir auch überhaupt was kriegen. Das wäre natürlich jetzt auch so ein Schlag ins Gesicht, wenn wir jetzt nichts ziehen würden. Also wäre echt übelst. Lass mal hoffen, dass es nicht so ist. Aber ich sollte mal lieber nicht jinxen, sonst. Toxicroak, Weevil. So, das haben wir schon. Und hier ist ein Weevil. Doppelweevil. Ich hoffe es mal. Ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder so, ab in die Kommentare. Oder wenn ihr generell irgendwie Kommentare habt, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, die Namen brauchen wir gar nicht drüber reden. Das werde ich niemals hinkriegen. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ich finde es halt auch blöd, dass Pokémon Company heutzutage, damals habe ich es noch verstanden, aber heutzutage kann man echt allen Pokémon englische Namen geben und dann ist gut, weil ne, international und fertig. Aber nein, sie müssen es ja so machen, dass es Deutsch gibt und Spanisch und Portugiesisch und was weiß ich, was für Sprachen noch alles gibt. Japanisch ist ja noch eine ganz andere Sache. Das kann ich ja noch verstehen. Aber man könnte ruhig mal die, zumindest im westlichen Gefilden, alles den englischen Namen geben oder einen Namen für alles. Fertig. Naja, aber das ist ein Thema, das ist, das hat jeder, glaube ich, eine andere Ansicht. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt besser. Ich bin echt... So, Scarbon, geil. Aber nicht so geil sind die Printlines. Double Hit. Double Hit. Aber ihr könnt ja sehen, was ich meine mit Printlines. Seht ihr da unten, wo die hier die Straße quasi so ist, da ist da so einmal was. Und hier entlang, oben, in den durch die Wolken vom, ungefähr ein bisschen vom Haar weg runter. Ich weiß nicht, wie man das sieht. Die Lichtverhältnisse sollten, ja, man sieht es, glaube ich, so ein bisschen. Naja, so, dann lass mal hoffen, dass wir ein bisschen mehr kriegen als jetzt nur eine ganz normale AR-Karte, so. Ich habe keine Ahnung, wie man das immer nennt. Ich habe es schon verdrängt wieder. Dum, 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 dum. So, oh, Pikachu. Voltoball. Entschuldigung, Elektroball, ne? Das habe ich schon im letzten Video auch schon einmal falsch gesagt.
Boss Order. Warte mal. Ist das die... die bessere Karte? Nee, oder? Ist das die... die alternative Illustration? Und das... ach, genau, der Salz... Salzbody. Boss Order. Sieht aber schön aus. Also, egal welche, ob das jetzt die Alternative ist oder die ganz normale Full Art. Aber ich glaube, der hat zwei goldene Sterne. Ist das nicht dann die Alternative? Guck ich mal nachher nach. Ich kann es mal gerade nachgucken. Einen Moment. Tatsächlich, gerade nachgeguckt, das ist die Alternative. Ach du meine Güte. Krass. Kriegen wir tatsächlich Boss Order Alternative Art. Geil. Das ist richtig geil. Suppi, suppi. Also, kann mich nicht beschweren. Ich glaube, das ist doch bis jetzt eine ganz ordentliche. Also jetzt nicht die Welt, aber komm, ey. Eine normale mit Scarabon, die Illustration. Und dann noch die Boss Order, ne? Befehl vom Boss, ne? Heißt sie auf Deutsch, glaube ich. Metal. Vingul. Ah, guck mal. Da sind diese Tore, wo die legendären Pokémon drin sind. Ich hoffe, das ist kein Spoiler. Wo man dann die Ketten, diese komischen schwarzen Stäbe aus dem Boden überall auf der Welt rausziehen muss, damit sich diese Tore öffnen, sodass man dann die legendären Pokémon angehen kann. Hier ist Scarabon, Flamigo und Spirit Bomb. Ich denke mal, das Video wird so um die 10 Minuten gehen. Maximal. Mal hoffen. Wie gesagt, probiert einfach mal unbedingt den Card-Trader-Service mal aus. Geht auf meine Kappe. Ihr könnt euch dann bei mir beschweren. Ich habe es selbst mal ausprobiert. Das war, bei mir hat es super funktioniert. Ich habe was aus Japan bestellt und das kam auch ziemlich schnell an. Also so, ihr könnt sogar damit rechnen, obwohl ihr was aus dem Ausland bestellt, dass es so hucki-zucki geht. Das hat mich auch gewundert. So 2-3 Tage war es da. Aber na gut, das ist nicht bei jedem jetzt gleich, ne? Da spielt die DHL und Co. spielt ja auch noch eine Rolle dabei. So, und da sind wir auch schon beim letzten Booster. Dann gibt es nochmal ein Küsschen von Mewtwo. Der hat ja beim letzten Video uns sehr viel Glück gebracht. Sogar die teuerste Karte habe ich dadurch gezogen, was ich, womit ich nicht gerechnet hatte. Also die teuerste Karte aus dem Display, nicht jetzt generell aus dem Set. So. So, dann... wie gesagt, immer sage ich wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link für Card Trader Zero Service und sonst generell alles bei Instagram, wenn ihr mir folgen würdet und so. Denkt dran, das andere Video zu gucken und dort, wenn wir dort 50 Video-Likes erreichen, dann werde ich so eine Box verschenken, also Giveaway, ne? Und der wird dann auch über den Discord laufen. Also ihr könnt euch schon bei mir beim Discord anmelden, auf dem Server. Ich habe extra einen Discord für uns erstellt. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung. Anregungen und so weiter, alles in die Kommentare. Was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Vor allem, ob das Mikro jetzt endlich super ist. Aber ich denke mal, wir werden das Video jetzt mit nichts beenden. Ja, mit nichts. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Nitro hat diesmal nichts gebracht. Böser Junge. Das ist gut, der ist gut. Das schlägt er mich nachher noch auf dem Video. So, dann danke fürs Zuschauen und mal sehen, ob wir im anderen Video die 50 Likes erreichen. Hier wären, würde ich mich auch freuen, wenn ihr das Video auch ein Like gibt und teilt und so weiter. Und so, dass ich dann halt noch mehr Videos machen kann, damit ich sehe, euch gefällt es, was ich hier mache. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, wenn dieses Video noch am Wochenende rauskommt, was ich geplant habe. Ansonsten schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.